ist eine weltweite Kampagne rund um den Erdball. Für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen. Auch in Linz ein Tanzflashmob. Die neue Mittelschule 17 Rennerschule will ein Zeichen setzen. Ich glaube, kraftvoller kann man nicht zum Ausdruck bringen, stopp, so nicht. Es ist nach wie vor so, dass Gewalt an Frauen eine der größten Menschenrechtsverletzungen weltweit ist. Es ist weltweit gesehen jede dritte Frau davon betroffen und auch bei uns jede fünfte. Wobei man davon ausgehen muss, dass die Dunkelziffer noch bedeutend höher ist. Also ja, ich bin immer wieder beeindruckt, wie großartig das ist hier. Wir haben getanzt, weil wir zeigen wollten, dass die Jungs auch Respekt vor Mädchen haben sollen und uns nicht schlagen dürfen. Und weltweit tanzen auch Frauen überall auf der Welt. In der Landeshauptstadt wird das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen auch im Unterricht behandelt. Erstens reden wir schon über eigene Erfahrungen, die Mädchen manchmal machen, wenn sie von Burschen blöd angeredet werden, mit manchmal abschätzigen Blicken. Das machen wir zum Thema. Respekt und Menschenrechte und Frauenrechte ist bei uns gegenwärtiges Thema und versuchen den Burschen beizubringen, was Respekt ist, auch ihnen gegenüber und den Mädchen auch, dass sie sich erstens wehren können und dass sie stark sind und dass sie das auch nach außen zeigen sollen. Wir haben es gelernt, wir haben uns auch mit dem Thema beschäftigt. Und der Protesttanz gegen Gewalt an Frauen findet in etwa 200 Ländern weltweit statt. Ins Leben gerufen von der New Yorker Künstlerin und Aktivistin Eve Ensler.